freue mich sehr, dass Christina Block hier ist, Unternehmerin. Ein frohes neues Jahr, Frau Block. Wir würden gerne über schöne Themen sprechen, aber wir müssen schon ein bisschen darüber sprechen. Sie waren in den Medien stark vertreten Ende des vergangenen Jahres mit einem Familiendrama, so muss man sagen. Sie haben Ihre beiden jüngsten Kinder mehr als 14 Monate nicht gesehen. Als Mutter kann man sich vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss für Sie. Wie ist die Lage aktuell? Ja, es sind jetzt tatsächlich 16 Monate und ich habe auch zu Weihnachten nichts gehört. Und ich bin eigentlich besorgter denn je. Es gibt neue Erkenntnisse und die machen mir so viel Angst und Sorge um die Kinder, dass ich echt noch schwerer in den Schlaf komme als überhaupt schon zuvor. Was sind das für neue Erkenntnisse, können Sie das sagen? Ja, mich hat durch diese Medienpräsenz der Ex-Mann, der neuen Frau meines Ex-Mannes, ein bisschen kompliziert, angerufen und kontaktiert. Der ist so aufgelöst und verzweifelt, weil dem genau das Gleiche passiert jetzt mit seinem Sohn, der 15 Jahre lang bei ihm gewohnt hat in Kopenhagen und seit letzten Sommer, also jetzt auch seit über 6 Monaten, hat er keinen Kontakt mehr. Der Sohn ist quasi jetzt bei der Mutter, sprich der Stiefmutter meiner Kinder jetzt. Die leben jetzt alle zusammen in diesem Haus. Der Vater hat keinen Kontakt und es wird genau das Gleiche gemacht jetzt mit dem Sohn, was mein Ex-Mann mit meinen Kindern gemacht hat. Das klingt ja fast nach Methode. Ja, genau, richtig. Und deswegen bin ich auch so besorgt. Und es macht mir so eine Angst, weil ich auch nicht genau weiß, wie ich darauf aufmerksam machen kann. Denn wenn die Behörden das wüssten, dass in diesem Haus jetzt ja mittlerweile 4 Kinder entfremdet werden von jeweils 2 unterschiedlichen Familien, dann muss ja die Behörde eigentlich was machen. Ich bin auch heute hier, um zu hoffen, dass ich gewisse Entscheidungsträger sprechen kann, um darauf aufmerksam zu machen. Das heißt, wen würden Sie gerne sprechen? Wer wäre wichtig in so einem Fall? Ja, ich habe immer noch Hoffnung, dass die Politik in irgendeiner Art und Weise tätig wird, aber auch natürlich höhere Entscheidungsträger oder generell einfach. Man weiß es gar nicht. Vielleicht bringt es irgendetwas und ich kann ja nur hoffen, dass das Martyrium irgendwann ein Ende hat und dass meine Kinder anfangen, wieder ihren freien Willen leben zu dürfen. Das heißt, jetzt sind Sie im Grunde auch ein bisschen hilflos. Sie können wahrscheinlich wenig machen. Sie haben einen Anwalt, aber was tut sich? Ja, nicht nur einen Anwalt. Also ich beschäftige wirklich so viele Menschen, die sich rund um die Uhr damit auseinandersetzen. Und es ist so schwierig, weil sie alle ratlos sind. Es ist ja gegen alle geltenden Beschlüsse, hat sich jemand in Dänemark verkrochen und verschanzt sich dort. Und dann gibt es diese EU-Regelung, die quasi handlungsunfähig uns macht, alle. Ja, es ist wirklich hoffnungslos, gerade auch für meine Tochter Greta. Die lebt ja bei mir und vermisst ihre Geschwister und ihren Vater und hat auch keinen Kontakt. Also wir beten dafür, dass wir in 2023 alle wieder zusammenfinden. Man fragt sich auch, wie konnte das so eskalieren? Ein Mann, den Sie ja auch mal geliebt haben, mit dem Sie 4 Kinder haben, das war ja mit Sicherheit nicht absehbar. Also für mich war das überhaupt nicht absehbar. Es lief bis dahin alles soweit gut. Wir haben das über Jahre praktiziert, dass die Kinder bei ihrem Vater waren. Mir war das immer wichtig, dass sie auch den Vater sehen. Und es war ein normales Umgangswochenende und es ist quasi über uns eingebrochen. Von heute auf morgen. Also ich bin immer noch fassungslos und kann es gar nicht verarbeiten. Es tut mir sehr leid. Wie ist Gerhard Delling für Sie eine Stütze, Ihr Lebenspartner? Ja, sehr und rund um die Uhr und fiebert und ist genauso mit und ist im Herzen und mit Tatkraft an meiner Seite. Zum Glück, da bin ich auch sehr dankbar. Auch Greta ist da sehr dankbar, weil das natürlich schon eine sehr, sehr Ausnahmesituation ist, etwas ganz Besonderes. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass sich das auflöst und dass Sie vielleicht heute noch jemanden sprechen können. Was Ihr Vorsatz ist, ist wahrscheinlich klar oder Ihr Wunsch für dieses Jahr. Ja, natürlich, dass das Martyrium eben ein Ende hat und dass vor allem die Kinder ihren freien Willen wiederfinden, dass sie alleine entscheiden können und wieder zu sich finden. Und dann natürlich, dass Greta auch ihre Geschwister sieht und ich meine Kinder wiederfinde. Ich nehme an, Ihre Eltern sind ja wahrscheinlich auch sehr belastet von dieser Situation. Absolut. Meine Eltern waren letztes Wochenende oben, einfach weil sie mal gucken wollten, sehen wollten. Und der Vater hat sie nicht reingelassen, hat geschrien, hat die Polizei gerufen. Und so konnten auch meine Eltern überhaupt nicht in Freiheit quasi mit den Kindern sprechen. Er schottet sie einfach ab. Das ist ein Albtraum. Wir hoffen, er endet. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank, dass Sie so offen gesprochen haben. Christina Block.